Hohe Ölpreise halfen ExxonMobil, seine Gewinne im letzten Quartal auf 11 Milliarden Dollar zu steigern. Es wurde berichtet, dass sie höhere Profite einstrichen aufgrund von höheren Ölpreisen. Diese Profite werden gemindert durch die Möglichkeit anderer Nationen, von diesem hohen Preis zu profitieren. Der einfachste Weg für diese Leute, mehr Geld zu machen, ist es, die Preise auf 60 Dollar zu manipulieren. Öl. Von der Farm zur Pharmazie, vom Auto zum Abendbrot, von der Pipeline zum Plastikprodukt. Es ist fast unmöglich, an einen Bereich in unserer modernen Welt zu denken, der nicht durch das Öl beeinflusst ist. Die Geschichte des Öls ist die Geschichte der modernen Welt. Teile dieser Geschichte sind gut bekannt. Rockefeller und Standard Oil, der Verbrennungsmotor und die Transformation des internationalen Transports. Die Scheichs und die Kriege um Öl im Mittleren Osten. Andere Teile sind mehr verschleiert. Zum Beispiel die Suche nach Öl und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Interessen der chemischen Ölindustrie hinter der Entwicklung der Medizin. Das Ölgeld hinter der sogenannten grünen Revolution und Genrevolution. Aber diese Geschichte beginnt an einem unerwarteten Ort. Nicht in Pennsylvania bei der ersten kommerziellen Bohrung und im ersten Ölboom, sondern im frühen 19. Jahrhundert im ländlichen Staat New York. Und es beginnt nicht mit Erdöl, sondern mit einem vollkommen anderen Produkt, mit Schlangenöl. Dr. Bill Livingston, gefeierter Krebsspezialist, war das ideale Bild des reisenden Schlangenölhändlers. Er war weder Arzt noch Krebsspezialist, sein echter Name war nicht einmal Livingston. Um es klar zu sagen, dieses Rock Oil war ein vollkommen nutzloses Gemisch aus Beruhigungsmittel und Petroleum und hatte keinen Effekt auf den Krebs der armen Leute, die er in den Kauf dieses Mittels redete. Er lebte das Leben eines Vagabunden, immer auf der Flucht vor den Leuten, die er zuletzt betrogen hatte, ständig mit immer verrückteren Täuschungen beschäftigt. Er verließ seine erste Frau und seine 6 Kinder, um in Bigamie eine zweite Ehe in Kanada zu schließen, während er zur gleichen Zeit 2 weitere Kinder von einer dritten Frau zeugte. Er nahm den Namen Livingston an, nachdem er 1849 beschuldigt wurde, ein Mädchen vergewaltigt zu haben. Wenn er nicht gerade weglief oder für mehrere Jahre ganz verschwand, dann brachte er seinen Kindern seine miesen Geschäfte bei. Einmal rühmte er sich seiner Erziehungsmethoden. Ich betrüge meine Jungs immer, wenn ich kann. Ich möchte, dass sie gerissen werden. Ein hochgewachsener Mann mit 1,80 Meter und gutem Aussehen, das er immer wieder zu seinem Vorteil nutzte, nannte man ihn Big Bill. Oder andere nannten ihn weniger großzügig Teufelsbill. Sein wahrer Name war William Avery Rockefeller und es war sein Sohn John D. Rockefeller, der das Standard Oil Monopol gründen und weltweit der erste Milliardär werden sollte. Die Welt, in der wir heute leben, ist die Welt, die nach den Vorstellungen von Teufelsbill geformt wurde. Eine Welt gegründet auf Betrug, Täuschung und der Naivität einer Öffentlichkeit, die niemals die verschlungenen Wege der Rockefeller und ihresgleichen durchschaut, die diese nutzten, um das Gesicht der Erde in den letzten 150 Jahren zu prägen. Das ist die Geschichte der Oligarchie. Aufstieg der Öloligarchie. Teil 1. Die Geburt der Öloligarchie. Titusville, 1857. Ein sehr unerwarteter Mann erreichte mit dem Zug die verschlafene Stadt in West Pennsylvania. Colonel Edwin Drake von der Pennsylvania Rock Oil Company und er ist hier auf einer Mission, um Öl zu finden. Wie Dr. Bill ist Drake nicht wirklich ein Colonel. Dieser Titel wurde ihm gegeben von George Bissell und James Townsend, Anwalt und Bankier, den Gründern der Rock Oil Company, nachdem sie erkannt hatten, dass sie aus diesem natürlichen Öl Lampenöl oder Kerosin destillieren konnten. Drake ist tatsächlich ein arbeitsloser Zugschaffner, der sich in diesen Job hineingelabert hatte, als er zufällig ein Jahr vorher im gleichen Hotel wie Bissell und Townsend wohnte. Ihn als Colonel auszugeben, sollte ihm den Respekt der Einheimischen verschaffen. Die Einheimischen hielten ihn sowieso für verrückt. Das Seneca Oil war in der Tat reichlich vorhanden, es sprudelte aus kleinen Quellen, wurde aber außer als Schmiermittel oder für die Maschinen und Heilmittel für Wunden nicht als wertvolles angesehen. In der Tat war es eher störend, da es den Fluss verschmutzte und durch Verunreinigung der Brunnen die prosperierende Salzindustrie schädigte. Dennoch, Drake musste noch eine Aufgabe erfüllen. Er musste genügend Öl finden, um die Destillation zu Lampenöl profitabel zu machen. Er versuchte alles. Die einheimischen Indianer halfen ihm, das Öl aus dem Fluss zu sieben.
Aber auf diese Art sammelte Drake nur 5 bis 6 Gallonen pro Tag. Er gräbt sogar einen Schacht, aber das Grundwasser fließt zu schnell herein. Im Sommer 1859 ist er nur noch verzweifelt. Drake geht in die Ideenhaus, Bissell & Townsend geht die Geduld aus und was am schlimmsten ist, der Firma geht das Geld aus. Drake bittet Billy Smith um Hilfe, jemanden, der Erfahrung damit hat, dampfbetriebene Bohrer zu benutzen. Sie begannen, sich durch den Fels zu bohren, um an das Öl zu kommen. Eine schrecklich langsame Arbeit, sich mit einfachem Gerät durch 3 Fuß Felsen pro Tag vorzuarbeiten. Bis zum 27. August hatten sie sich durch 69 Fuß Fels gebohrt. Drake nutzte seine letzten Finanzmittel und Bissell und seine Partner hatten sich entschlossen, das Vorhaben aufzugeben. Am 28. August stoßen sie auf Öl. Dann, am 28. August 1859, blubbert das Öl aus dem Bohrloch. Onkel Billy und sein Sohn Sam füllten einige Eimer mit Öl. Am Montag, dem Tag, an dem Colonel Drake sein letztes Geld erhielt, um die Unternehmung zu beenden, schlossen sie eine Wasserpumpe an und das Öl begann zu fließen. Das erste Öl wurde für $40 pro Barrel verkauft. Jahre später interviewte eine örtliche Zeitung Onkel Billy über den Tag, an dem sie auf das Öl stießen. Ich begann die Bohrung und um 4 Uhr nachmittags schießen wir auf das Öl. Ich holte Colonel Drake und sagte ihm, schauen Sie sich das an. Er fragte, was ist das? Und ich sagte, das ist Ihr Vermögen. Drakes Vorgehen bewies, dass durch Bohrungen das Öl in Massen gefördert und billig produziert werden konnte. Und so wurde über Nacht eine vollständig neue Industrie geboren. Nicht lange danach wurde in Millionen Fabriken und Häusern rund um die Erde das Licht mit Kerosin entzündet, welches aus Erdöl aus West Pennsylvania gewonnen wurde. Kurz nachdem Colonel Drake das Öl entdeckt hatte, hallte der Ruf durch das Land. Der verrückte Yankee hat Öl gefunden. Der verrückte Yankee hat Öl gefunden. Und es war der erste große Boom. Es war wie der Goldrausch. Unten in Pennsylvania, da gibt es sehr viel Öl. Petroleum, Petroleum, wir wollen alle was haben. Über Nacht wurde aus dem verschlafenen ländlichen West-Pennsylvania eine brummende Ölregion. Mit Goldsuchern, die Wohnungen mieteten und Städte aus dem Boden stampften. Und ein Wald von Bohrtürmen bedeckte das Land. Der erste Ölboom war da. Einer, der das meiste aus dem Boom machen wollte, war ein junger und aufstrebender Buchhalter aus Cleveland mit einem Gespür für Zahlen, John Davison Rockefeller. Er hatte 2 Ziele im Leben, $100,000 zu verdienen und 100 Jahre alt zu werden. John machte sich auf, sein Vermögen in den späten 1850ern zu machen, mit einem Kredit von $1,000 von seinem Vater, Teufelsbill. Großvater beendete niemals die Mittelschule und ging nach Cleveland. Mit geliehenen $1,000 von seinem Vater, die er mit 9% Zinsen zurückzahlen musste. Er las über das beginnende Ölgeschäft und es interessierte ihn. Er realisierte, dass es ein sehr schnelllebiges Geschäft war. 1863, als er die Möglichkeit von Profit dieses Geschäfts sah, formte Rockefeller eine Partnerschaft mit Maurice B. Clark und Samuel Andrews, einem Chemiker, der sich mit Ölraffinerie und Veredelung auskannte, aber wenig von Vermarktung verstand. 2 Jahre später kaufte der gewitzte John D. seinen Partner für $72,000 aus und gründete mit Andrews als Partner die Gesellschaft Rockefeller & Andrews. 1870, nach 5 Jahren strategischen Partnerschaften und Kollaborationen, gründete er die Gesellschaft Standard Oil. Die Geschichte des Aufstiegs von Standard Oil ist eine häufig erzählte. Mit einem Schritt, der die gesamte Industrie transformieren sollte, ersetzte Rockefeller ein System von unabhängigen Ölproduzenten durch eine gigantische Firma, von ihm kontrolliert. 1870 bettelte er die Banken um Kredite an und gründete Standard Oil Ohio. In diesem Jahr setzte er heimlich das um, was er unseren Plan nannte.
Seine Kampagne, die bewegliche Ölindustrie zu dominieren, mit verheerendem Effekt. Rockefeller wusste, dass der Ölproduzent, der die geringsten Transportkosten hatte, seine Rivalen in die Knie zwingen konnte. Also stieg er in eine geheime Partnerschaft mit den Zugunternehmen ein, genannt die Süd-Fortschrittsgesellschaft. Im Austausch für sichere Transportgarantien erhielt Rockefeller und seine Verbündeten deutlich niedrigere Transporttarife als seine geschockten Konkurrenten. 1879, mit 40 Jahren, kontrollierte Rockefeller 90% der weltweiten Ölverarbeitung. Innerhalb weniger Jahre würde er auch 90% der Vermarktung des Öls und ein Drittel der weltweiten Ölquellen kontrollieren. Als noch sehr junger Mann kontrollierte er also nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Monopol. Einer Ware, die sich zu der strategisch wichtigsten Ware der Weltwirtschaft entwickeln würde. Bis in die 80er Jahre des 18. Jahrhunderts war die amerikanische Ölwirtschaft Standard Oil. Und Standard Oil war John D. Rockefeller. Aber nicht lange danach begannen einige nicht weniger ehrgeizige Familien, die Erfolgsgeschichte von Standard Oil nachzuahmen in anderen Teilen der Welt. Einer dieser Mitbewerber entstand im Kaukasus in den 70er Jahren, wo Russland die gigantischen Ölvorkommen unter dem Kaspischen Meer der privaten Ausbeutung geöffnet hatte. Zwei Familien verbündeten sich bald darauf. Die Nobel-Familie, geführt durch Ludwig Nobel mit ihrem preisgekrönten Erfinder Alfred Nobel, und der französische Zweig der berüchtigten Finanzdynastie der Rothschilds, geführt durch Alfons Rothschild. 1891 schlossen die Rothschilds einen Vertrag mit M. Samuel, einer Fernostschiffsgesellschaft mit Hauptsitz in London, geführt von Marcus Samuel, um etwas zu tun, das noch nie zuvor getan wurde, das geförderte Öl durch den Suezkanal zu den ostasiatischen Märkten zu transportieren. Das Unternehmen war gigantisch. Es bedurfte nicht nur fortgeschrittener Technik, um die ersten Tanker zu konstruieren, sondern auch außerordentlicher Geheimhaltung. Wenn davon etwas zu Rockefeller gedrungen wäre durch dessen internationale geheimdienstliche Netzwerke, dann hätte das den Zorn von Standard Oil erregt, der dann die Konkurrenten durch verminderte Preise aus dem Markt gedrückt hätte. Am Ende schafften sie es. Und der erste Öltanker, die Murex, segelte im Jahr 1891 durch den Suezkanal mit dem Ziel Thailand. 1897 wurde aus der M. Samuel Gesellschaft die Shell Transport Gesellschaft. Das Bewusstsein ihrer Abhängigkeit von den Ölfeldern der Rothschilds brachte Shell dazu, im Fernen Osten nach neuen Ölquellen zu suchen. In Borneo stießen sie auf die Königlich-Holländische Gesellschaft, die in Den Haag 1890 gegründet worden war, durch Wilhelm III. Von den Niederlanden, um die Ölförderung in den holländischen Kolonien zu entwickeln. Diese beiden Gesellschaften schlossen sich aus Furcht vor Standard Oil zusammen, im Jahr 1903 zur Asiatischen Ölgesellschaft. Und wurden im Jahr 1907 zur Royal Dutch Shell. Ein anderer globaler Konkurrent zum Thron von Standard Oil entstand im Iran Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1901 verhandelte der Milliardär William Knox Darcy eine unglaubliche Konzession mit dem König von Persien, die exklusiven Rechte in Persien nach Öl zu suchen für die nächsten 60 Jahre. Nach 7 Jahren fruchtlosen Versuchen waren Darcy und seine Glasgower Verbündeten Bomer Oil drauf und dran aufzugeben. Im Mai 1901 schickten sie ein Telegramm an ihren Chefgeologen mit der Anordnung, die Forschung abzubrechen. Er widersetzte sich und einige Wochen später stieß er auf Öl. Boma Öl gründete die englisch-persische Ölgesellschaft für die überseeische Ölproduktion. Die englische Regierung übernahm 50% Kontrolle über die Aktien dieser Gesellschaft im Jahr 1914 auf Anraten von Winston Churchill, dem damaligen Gouverneur, die wir heute als BP, British Petrol, kennen. Die Rothschilds und die Nobels, die holländischen Könige und die Rockefellers, diese frühen Titanen der Ölindustrie, entwickelten ein neues Modell der Anhäufung und Erweiterung von bis dato unbekannten Vermögenswerten. Sie waren die Muster einer neuen Oligarchie, von der Ölquelle bis zum Verkauf. Aber es ging nicht nur um Geld. Die Monopolisierung der Schlüsselenergiequelle des 20. Jahrhunderts sicherte neben Vermögen vor allem die Macht der Oligarchen über das Leben von Milliarden Menschen. Menschen, die immer abhängiger wurden von dem schwarzen Gold, um versorgt zu werden mit allem, was sie in fast jedem Aspekt ihres Lebens benötigten.
Am Ende des 19. Jahrhunderts war noch lange nicht klar, dass Öl das Schlüsselprodukt des 20. werden sollte. Als die Erfindung der Glühbirne eine günstige Beleuchtung ermöglichte und das Lampenöl verdrängte, drohten die Oligarchen, den Wert ihres Monopols zu verlieren. Aber eine Serie von glücklichen Fügungen sollte ihr Vermögen noch viel höher katapultieren. Ein Jahr nach der Erfindung der Glühbirne kam eine weitere Erfindung auf den Markt, die die Zukunft der Ölindustrie sichern sollte. Der Deutsche Carl Benz stellte einen zuverlässigen Verbrennungsmotor vor. Er lief mit Benzin, einem weiteren Erdölnebenprodukt, und wurde die Basis des ersten Fahrzeugs, welches im Jahr 1888 das erste kommerzielle Auto der Geschichte wurde. Und durch diese glückliche Fügung wurde das Geschäftsmodell, was Rockefeller und die anderen Oligarchen über Dekaden aufgebaut hatten, gesichert. Aber noch mehr Glück war nötig, um dieses Geschäftsmodell weiter zu sichern, denn in den frühen Tagen der Ära des Automobils war es in keiner Weise klar, dass benzinbetriebene Fahrzeuge den Markt beherrschen. Prototypen von elektrobetriebenen Fahrzeugen gab es schon seit den 1830ern und das erste Elektroauto wurde im Jahr 1884 produziert. Im Jahr 1897 gab es eine ganze Flotte von elektrisch betriebenen Taxis in London. Der Geschwindigkeitsrekord zu Land wurde von einem Elektroauto im Jahr 1898 aufgestellt. Und am Anfang des 20. waren elektrisch betriebene Fahrzeuge für 28% des Autoverkehrs zuständig. Die elektrischen hatten Vorteile vor den Verbrennungsmotoren. Keine Gangschaltung, wenig Vibrationen, Lärm oder Schmutz, was alles in Verbindung mit benzinbetriebenen Autos stand. Die Glücksfee trat wieder auf den Plan, als im Jahr 1901 Öl gefunden wurde in Texas. Diese riesigen Mengen lösten den nächsten Ölboom aus und versorgte die Amerikaner mit billigen Massen an Öl. Es dauerte nicht lange, bis die teuren und reichweitearmen elektrischen Motoren komplett fallen gelassen wurden. Und die lauten, stinkenden Motoren begannen die Straßen zu dominieren, die mit dem schwarzen Gold angetrieben wurden, welches Standard Oil, Shell, Anglo-Persian und all die anderen riesigen Ölunternehmen produzierten, verfeinerten und verkauften. Aber wahrscheinlich war Rockefellers größtes Glück etwas, das überhaupt nichts mit Glück zu tun hatte. Rockefeller wurde zunehmend kritisch beobachtet durch die Öffentlichkeit, die der enorme Reichtum und die enorme Macht seines Monopols erzürnte. Journalisten wie Ida Tavel gruben in dem Schmutz seines Weges zur Macht durch geheime Absprachen mit Transportunternehmen, geheime Geschäfte mit Konkurrenten und anderen zweifelhaften Vorgehensweisen. Die Presse stellte ihn dar als riesigen, mit bestochenen Politikern in seiner Hand. Standard Oil war ein lästiger Oktopus, der das Leben der Nation erstickte. Es begannen Anhörungen, Untersuchungen, auch Prozesse gegen ihn wurden geführt. Und schließlich, im Jahr 1911, machte das oberste Gericht eine monumentale Entscheidung. Am 15. Mai 1911 stellte das oberste Gericht fest, dass Standard Oil ein den Markt schädigendes Monopol war und aufgelöst werden sollte. Rockefeller erfuhr von der Entscheidung beim Golfen mit einem Priester der örtlichen katholischen Kirche, Father J.P. Lennon. Und Rockefeller reagierte erstaunlich. Er drehte sich zum Priester um und fragte ihn: Vater, habt ihr etwas Geld? Und der Priester war verwundert durch die Frage und antwortete nein und fragte warum. Und Rockefeller antwortete, um Aktien von Standard Oil zu kaufen. Wie Rockefeller vorausgesehen hatte, waren die Einzelteile von Standard Oil mehr wert als die einzelne große Gesellschaft. Im nächsten Jahr verdoppelten und verdreifachten sich deren Aktien im Wert. Nachdem der Geldregen vorbei war, hatte Rockefeller das größte Vermögen in der Geschichte, fast 2% der gesamten US-amerikanischen Wirtschaft. Und es war tatsächlich die Niederlage in diesem Prozess, die Rockefeller zum ersten Milliardär in der Geschichte der Menschheit machte. Sodass zwar Standard Oil in diesem Prozess bestraft wurde, aber John D. Rockefeller definitiv nicht. Zum Erstaunen der Welt war Rockefellers Bestrafung in der Tat seine Belohnung geworden. Anstatt heruntergezogen zu werden, hatte der Vorgang der Auflösung von Standard Oil ihn zum einzigen anerkannten Milliardär gemacht, in einer Zeit, in der das durchschnittliche Jahreseinkommen bei $520 lag. Rockefellers Geschichte wurde perfekt gespiegelt durch die von Drake, der zwar in Titusville das Öl gefunden und den Aufstieg einer riesigen Industrie ausgelöst hatte, aber nicht den Weitblick hatte, seine Bohrtechnik patentieren zu lassen oder auch nur das Land, um seine Ölquelle herumzukaufen. Er endete in Armut und erhielt eine Unterstützung des Staates, um wenigstens das Nötigste zum Leben zu haben, und starb im Jahre 1880.
Für die Öloligarchen war der nicht enden wollende Aufstieg von Rockefeller eine offensichtliche Lehre. Umso rücksichtsloser man dieses Monopol stärkte, umso enger die Kontrolle, umso stärker die Begierde nach Geld und Macht, desto größer würde die Belohnung am Ende sein. Von jetzt ab würde keine Erfindung die Oligarchie von ihrem Streben nach totaler Kontrolle abbringen. Keine Konkurrenz würde geduldet, keine Bedrohung der Öloligarchen würde hingenommen werden. Teil 2. Wettbewerb ist eine Sünde. Auf die Frage, wie er den Verrat und die Täuschung rechtfertigen könne, mit denen er die Schaffung des Standard Oil Monopols verfolgte, soll Rockefeller gesagt haben: Wettbewerb ist eine Sünde. Dies ist die Mentalität des Monopolisten und es ist diese Rechtfertigung, die als religiöse Überzeugung formuliert wurde, die die Oligarchen dazu trieb, jeden so rücksichtslos zu eliminieren, der es wagte, als Anwärter auf ihren Thron aufzusteigen. Ironischerweise war es die Konkurrenz zwischen den Oligarchen im frühen 20. Jahrhundert, die zu einer frühen Bedrohung ihres Imperiums führte. Alkoholtreibstoff. Wie der Historiker Lyle Cummings über diese Zeit feststellte, die Öltrust-Schlachten zwischen Rockefeller, den Rothschilds, den Nobels und Marcus Samuels Shell hielten die Preise in Bewegung und Motoren mussten oft an den verfügbaren Kraftstoff angepasst werden. In vielen Gegenden, in denen kein Öl verfügbar war, war die Alternative Alkohol. Ethylalkohol wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert als Brennstoff für Lampen und Motoren verwendet. Obwohl es im Allgemeinen teurer war, bot Alkohol eine verlockende Versorgungsstabilität, insbesondere in Gebieten wie London oder Paris, die keinen vorhersehbaren Zugang zu Ölvorräten hatten. Alkohol hat einen niedrigeren Heizwert als Benzin, aber eine Reihe von Tests des US Geological Survey und der US Navy in den Jahren 1907 und 1908 bewiesen, dass das höhere Verdichtungsverhältnis von Alkoholmotoren den niedrigeren Heizwert ausgleichen konnten. Alkohol- und Benzinmotoren waren im Kraftstoffverbrauch gleichwertig. Ein früher Befürworter des alkoholischen Kraftstoffs war Henry Ford, der sein Modell T so konstruierte, dass es entweder mit Alkohol oder Benzin betrieben werden konnte. Henry Ford spürte eine Chance für neue Märkte, um die unabhängigen amerikanischen Farmen zu stärken, die seiner Meinung nach für die Nation von entscheidender Bedeutung waren, sagte der New York Times. Der Treibstoff der Zukunft wird aus Früchten wie diesem Sumac auf der Straße kommen oder aus Äpfeln, Unkraut. In jedem Stück pflanzlichen Materials, das fermentiert werden kann, steckt Kraftstoff. Bauern, die davon profitieren wollten, setzten sich für die Aufhebung einer Alkoholsteuer ein, die zur Bezahlung des Bürgerkriegs erhoben worden war. Sie wurden von denen unterstützt, die Kraftstoffalkohol als eine Möglichkeit sahen, das Monopol der Oligarchen zu brechen. Zur Unterstützung eines Gesetzesentwurfs zur Aufhebung sagte Präsident Teddy Roosevelt 1906 vor dem US-Kongress: Die Standard Oil Company hat den heimischen Wettbewerb größtenteils durch unlautere oder rechtswidrige Methoden vernichtet. Es ist sehr wünschenswert, dass durch die Verabschiedung des Gesetzes, wie es das Haus bereits verabschiedet hat, ein Wettbewerbselement eingeführt wird, das den in der Kunst und Industrie verwendeten Alkohol auf die Liste setzt. Die Alkoholsteuer wurde 1906 abgeschafft und eine Zeit lang war Maisethanol mit 14 Cent pro Gallone billiger als Benzin. Das Versprechen einer billigen, nicht patentierbaren, nicht monopolisierbaren Kraftstoffproduktion, einer Produktion, die jedermann mit rohem Gemüse und einem Destillierapparat offensteht, fegte über die ganze Nation. Aber billiger, reichlich vorhandener Treibstoff, der lokal und unabhängig angebaut und produziert werden kann, war nicht das, was die Oligarchen im Sinn hatten. Ein Bericht von 1909 hatte festgestellt, dass ein wesentlicher Vorteil für Alkoholkraftstoff darin bestand, dass es weniger Beschränkungen für Alkoholmotoren gab. Für die Oligarchen war die Antwort einfach: Finden Sie einen Weg, Alkoholmotoren stärker einzuschränken. Zum Glück für sie fand die Antwort auf ihr Problem bereits breite Unterstützung. Im 19. Jahrhundert hatte Amerika ein Alkoholproblem. Um 1830 trank der durchschnittliche Amerikaner über 15 Jahre 7 Gallonen reinen Alkohol, dreimal mehr als heute. Dies führte zu den ersten Anti-Alkohol-Bewegungen in den 30ern und 40ern und zur Gründung der Prohibition Party 1869 und der Women's Christian Temperance Union in den 70er Jahren. Die Bewegung genoss breite und wachsende Unterstützung, hatte aber nur wenige politische Erfolge. Maine flirtete mit dem Verbot, indem es 1851 den Verkauf einschränkte. Aber das Verbot dauerte nur 5 Jahre.
Dies änderte sich mit der Gründung der Anti-Saloon League im Geburtsstaat Ohio von Standard Oil im Jahr 1893. Die ASL wurde von John D. Rockefellers langjährigem Freund Howard Hyde Russell gegründet und zum Teil durch großzügige Spenden von Rockefeller finanziert. Die ASL wurde mit Rockefellers Unterstützung zur treibenden Kraft hinter einer nationalen Bewegung zum Verbot der Produktion und des Verkaufs von Alkohol. Rockefeller war selbst ein Abstinenzler, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil er befürchtete, dass gute Laune unter Freunden zu seinem geschäftlichen Untergang führen würde. Stephen Harkness, einer der Gesellschafter von Standard Oil und bis zu seinem Tod Direktor, hatte Rockefellers Aufmerksamkeit erregt, als er ein Vermögen machte, als er Whisky vor einer neuen Verbrauchssteuer kaufte, auf die er hingewiesen hatte, und ihn verkaufte nach dem Inkrafttreten mit riesigem Gewinn. Nein, Rockefeller und Standard Oil machten sich keine Sorgen um den moralischen Zustand der Nation, außer insoweit, als er sich auf ihr Endergebnis auswirkte. Aber als das Verbot 1920 kam, hatte es einen interessanten Nebeneffekt. Obwohl es die Verwendung von Ethanol als Kraftstoff nicht direkt verbot, führte es zu immer lästigeren Beschränkungen, die die Hersteller verpflichteten, ihrem Ethanol Erdölprodukte zuzusetzen, um es giftig zu machen, bevor es verkauft werden konnte. Nun konnte Alkohol mit Benzin nicht mehr konkurrieren und wurde von der Automobilindustrie ganz aufgegeben. Eine weitere Bedrohung für das Vermögen der Oligarchen bestand in etwas, für das noch mehr Anstrengungen im Bereich Social Engineering erforderlich waren: der öffentliche Verkehr. Am Ende des Ersten Weltkriegs war der private Autobesitz noch eine Seltenheit. Nur jeder zehnte Amerikaner besaß ein Auto. Die Bahn war immer noch das Verkehrsmittel der Wahl für die überwiegende Mehrheit der Öffentlichkeit, und die Stadtbewohner in den meisten Städten verließen sich auf elektrische Netze, um sie durch die Stadt zu transportieren. 1936 gründete General Motors zusammen mit Firestone und Standard Oil eine Scheinfirma, National City Lines, um Folgendes zu tun: Straßenbahnen verschrotten und Eisenbahnen zerreißen, um sie durch GM-eigene Busse zu ersetzen mit Standard Oil Diesel. Der Plan war bemerkenswert erfolgreich. Der Historiker und Forscher F. William Engdahl stellte in Mythen, Lügen und Ölkriege fest: Bis Ende der 1940er Jahre hatte GM in 45 Städten über 100 städtische Verkehrssysteme gekauft und verschrottet und stattdessen benzinbetriebene GM-Busse auf die Straße gesetzt. Bis 1955 waren fast 90% der elektrischen Straßenbahnlinien abgerissen oder beseitigt worden. Das Kartell war sehr vorsichtig, um ihre Verwicklung in diese nationalen Citylinien zu verstecken, aber es wurde der Öffentlichkeit im Jahr 1946 aufgedeckt von einem ehemaligen Navy-Commander Edwin Quimby. Er schrieb ein Manifest über das, was er bezeichnete als die sorgfältig geplante Kampagne, sie, die Menschen, aus der wichtigsten und wertvollsten öffentlichen Einrichtung herauszuschwindeln, ihrem elektrischen Bahnverkehr. Er bewies die eindeutige Eigentümerschaft von Standard Oil und ihren Teilhabern und legte detailliert dar, wie sie Schritt für Schritt elektrische Netze aufgekauft und zerstört worden waren. Quimbys Warnung erregte die Aufmerksamkeit von staatlichen Strafbehörden und 1947 wurde die National City Lines angeklagt, eine Konspiration zur Errichtung eines Monopols errichtet zu haben und ein Monopol zum Verkauf von Bussen und Zubehör. 1949 wurden GM, Standard Oil und Firestone schuldig gesprochen der Verschwörung, um das Schienensystem aufzukaufen und zu vernichten. Und was war die Strafe? $5,000. H.C. Grossman, der Direktor der pazifischen City Line, der die Verschrottung des 100 Millionen Dollar pazifischen elektrischen Systems leitete, wurde exakt mit $1 bestraft. Es überraschte nicht, dass GM und seine Partner nicht lange in der Büßerecke blieben. 1953 ernannte Eisenhower Charles Wilson, den damaligen Präsidenten von General Motors, zum Verteidigungsminister. Wilson, mit Francis Dupont, Mitglied der Rockefeller-Freunde Dupont, als Hauptverantwortlicher für die staatlichen Autobahnen, leiteten eines der größten öffentlichen Arbeitsprojekte in der amerikanischen Geschichte, den Aufbau des Interstate Highway Systems. Mit einer kriegsbedingten Steuer auf Zugtickets, die noch immer bestand, und staatlich unterstützten Autobahnen und Flughäfen, die billigere Alternativen boten, ging der Zugverkehr um sage und schreibe 84% zurück zwischen 1945 und 1964. Dieses soziale Umbauprogramm machte sich für Standard Oil und seine Partner sehr bezahlt.
In den 2,5 Jahrzehnten nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verdreifachte sich die Herstellung von Automobilen in Detroit von 4,5 Millionen 1940 auf 11 Millionen pro Jahr 1965. Daraus folgend stiegen die Verkäufe von Benzin in der gleichen Periode um 300%. Aber Rockefeller war nicht der einzige Öloligarch, der daran arbeitete, alle Gegenwehr zu seinem Monopol zu zerstören. Auch in Europa arbeiteten die Öloligarchen daran, ihr Investment zu schützen vor aufstrebenden Wettbewerbern. Im Jahr 89 erhielt ein Konsortium, geführt von Siemens und der Deutschen Bank, eine Konzession von der türkischen Regierung zur Erweiterung der Zuglinie, die Berlin und Basra verband, was damals Teil des Ottomanenreichs war. Die Berlin-Bagdad-Zugkonzession galt für 99 Jahre und war verbunden mit den Rechten für Bodenschätze für 20 Kilometer auf beiden Seiten der Schienen, ein besonders lukratives Geschäft, da diese Bahnlinie genau durch die Ölregion führte, südlich von Mosul. Für das britische Empire, welches mit Sorge den Aufstieg von Deutschland sah, war dieser Deal unakzeptabel. Also Deutschland suchte am Ende des 19. Jahrhunderts nach Absatzmärkten für seine Exporte, als die deutsche Wirtschaft wuchs, so wie China heute. Sie entschieden, dass die Türkei ein idealer strategischer Handelspartner für Deutschland sei, und Georg von Siemens, einer der Direktoren der Deutschen Bank, entwickelte die Strategie, eine Zugverbindung von Berlin bis runter nach Bagdad zu errichten, am Persischen Golf. Und deutsches Militär bildete das türkische Militär aus. Und die deutsche Industrie begann in der Türkei zu investieren. Sie sahen dort einen riesigen potenziellen Markt, die Türkei in das 20. Jahrhundert zu bringen. Die Deutsche Bank verhandelte im gleichen Zuge Bodenrechte. Ich glaube, es waren 20 Kilometer auf beiden Seiten des Zugs. Und es war damals schon bekannt, 1914, dass in dieser Gegend wohl riesige Ölvorkommen liegen mussten. Warum ist das wichtig? Am Ende des 19. Jahrhunderts befürwortete Jack Fisher, der Lord of the Admiralty und der Kopf der königlichen Navy, den Umbau der britischen Navy von kohlebetriebenen Schiffen zu ölbetriebenen Schiffen, weil es eine qualitative Verbesserung in jeder Hinsicht des Krieges darstellte. Und da Großbritannien nicht wusste, dass sie überhaupt Öl hatten, gingen sie nach Persien und betrogen den damaligen Schah um die Ölrechte in Persien. Sie gingen auch nach Kuwait und unterstützten dort einen Staatsstreich der Al-Sabab-Familie als britische Marionette und schrieben buchstäblich einen Vertrag mit ihnen, dass nichts, was Kuwait mit der Welt verhandelte, ohne Zustimmung des britischen Gouverneurs getan werden konnte. Man wusste, dass Kuwait Öl hat, direkt am Persischen Golf. Also schauten die Briten auf diesen Zuglinienplan der Deutschen direkt nach Bagdad und sagten sich: Mein Gott, man kann Soldaten transportieren und sie nach unten bringen und unsere Ölversorgung bedrohen und die der britischen Navy. Das ist ein strategischer Schritt der Deutschen. Das würde die Deutschen auch unabhängig machen von der britischen Kontrolle der Seewege. Die britischen Öligarchen, darunter die britische Krone mit ihrer versteckten Mehrheitsbeteiligung und der Rothschild-Händler Marcus Samuel bei Royal Dutch Shell, versuchten, dieser deutschen Bedrohung ihrer kommerziellen und strategischen Interessen entgegenzuwirken. Sie benutzten den in Armenien geborenen eingebürgerten britischen Staatsbürger Kalust Gulbenkian, den Architekten der Royal Dutch Shell-Fusion, um, wie er sich später erinnerte, zu sehen, wie der britische Einfluss in der Türkei die Oberhand gewinnt. Wenn das seine Aufgabe war, war es ein bemerkenswerter Erfolg.
1909 gründeten die Briten die türkische Nationalbank, die nur dem Namen nach türkisch war. Gegründet vom Londoner Bankier Sir Edward Castle und mit Direktoren wie Hugo Baring von der Bankiersfamilie Barings. Castle selbst und Gulbenkian gründete die Bank 1912 und die Turkish Petroleum Company. Als Teil des Osmanischen Reiches vermittelte Gulbenkian einen Deal, der die Deutsche Bank mit ihren 40 Kilometer langen Konzessionen entlang der ölreichen Bahnlinie zu einer Juniorpartnerschaft zwang. Die Aktie wurde gesplittet, sodass die Anglo-Persian Gold Company der britischen Regierung die Hälfte der Aktien besaß, während Royal Dutch Shell und die Deutsche Bank die andere Hälfte teilte. Ihr Plan, die türkischen Ölinteressen Deutschlands zu übernehmen, war erfolgreich gewesen, aber in einer erstaunlichen Ironie spielte es nicht einmal eine Rolle. Gulbenkian beendete die Verhandlungen über die irakische Konzession am 28. Juni 1914, am selben Tag, an dem Erzherzog Ferdinand in Sarajevo erschossen wurde. Ein Bündnis, das die Briten seit Jahren vermittelt hatten, um die wachsende deutsche Bedrohung einzudämmen, zwischen Frankreich und Russland, trat in Gang und die Welt wurde in einen Krieg verwickelt. Am Ende des Ersten Weltkriegs hatten die Briten und ihre Verbündeten ohnehin Irak und seine Ölvorkommen übernommen. Deutschland war komplett ausgeschaltet und Gulbenkian erhielt 5% der Erlöse. Im Laufe des Jahrhunderts wuchs die Ölindustrie außerhalb der Kontrolle der Handvoll Familien, die sie seit ihrer Gründung dominiert hatten. Ölvorkommen wurden rund um den Globus lokalisiert und die Ressourcen ganzer Nationalstaaten wurden zusammengestellt, um sie zu kontrollieren. Nun erforderten Bedrohungen der Oligarchen und ihrer Interessen multilaterale, multinationale Antworten und die Folgen dieser Abkommen waren weltweit spürbar. Die Geschichte des Ölschocks von 1973, wie sie uns in den Geschichtsbüchern überliefert wurde, ist bekannt. In den späten 60er Jahren verließ sich die Nation auf importiertes Öl, um die Wirtschaft stark zu halten. Dann, in den frühen 1970er Jahren, wurden die Albträume des ölabhängigen Amerikas wahr. 13 ölproduzierende Länder im Nahen Osten und Südamerika gründeten die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder. Verhängte die OPEC ein Ölembargo gegen die USA und andere Nationen, die Israel im Yom Kippur-Krieg gegen die arabischen Staaten unterstützt hatten. Die amerikanische Wirtschaft geriet ins Trudeln, als die Nation von Benzinknappheit erfasst wurde. Nur wenige wissen, dass die Krise und die darauffolgenden Reaktionen tatsächlich Monate im Voraus bei einem geheimen Treffen in Schweden vorbereitet wurden. Das Treffen war das jährliche Treffen der Bilderberg-Gruppe, einer geheimen Unternehmung, die von Prinz Bernhard der Niederlande im Jahr 54 gegründet wurde. Die niederländische Königsfamilie hat Royal Dutch nicht nur ihren königlichen Stempel aufgedrückt, sondern es wird immer noch gemunkelt, dass sie zusammen mit den Rothschilds einer der größten Aktionäre von Royal Dutch Shell war. Königin Wilhelminas Anglo-Dutch Petroleumbestände und andere Investitionen machten sie bis heute zur ersten Milliardärin der Welt. Bernhards Gästeliste bei der Bilderberg-Gruppe spiegelt seine Position wider. Neben ihm auf der schwedischen Konferenz David Rockefeller von der Standard Oil-Dynastie und sein Schützling Henry Kissinger. Baron Edmund de Rothschild, zum Beispiel Collado, der Vizepräsident von Exxon, Sir Dennis Greenhill, Direktor von British Petroleum und Garrett R. Wagner, Präsident von Bernhards eigener Royal Dutch Shell. Bei dem Treffen in Schweden, das 5 Monate vor Beginn der Ölkrise stattfand, planten die Oligarchen und ihre politischen und geschäftlichen Verbündeten ihre Reaktion auf eine Währungskrise, die die Weltherrschaft des US-Dollars bedrohte. Unter dem Bretton Woods-System, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ausgehandelt war, wäre der US-Dollar das Rückgrat des Weltwährungssystems, konvertierbar in Gold zu $35 pro Unze, wobei alle anderen Währungen an ihn gekoppelt sind. Steigende US-Ausgaben in Vietnam und sinkende Exporte veranlassten Deutschland, Frankreich und andere Nationen, Gold für ihre Dollars zu verlangen. Da die offiziellen Goldbestände der Federal Reserve stark zurückgingen und die Nachfrage nicht aufhalten konnten, gab Nixon im August 1971 Bretton Woods auf und bedrohte damit die Position des Dollars als Weltreservewährung. Dementsprechend habe ich den Finanzminister angewiesen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Dollar gegen die Spekulanten zu verteidigen. Ich habe Minister Connally angewiesen, die Konvertibilität des Dollars in Gold oder andere Währungsreserven vorübergehend auszusetzen, außer in Mengen und Bedingungen, die im Interesse der Währungsstabilität und im besten Interesse der Vereinigten Staaten liegen.
Wie durchgesickerte Dokumente des Bilderbergs-Treffen zeigen, beschlossen die Oligarchen, ihre Kontrolle über den Ölfluss zu nutzen, um den amerikanischen Hegemon zu retten. In der Erkenntnis, dass die OPEC das Weltwährungssystem vollständig desorganisieren und untergraben könnte, bereiteten sie sich auf eine Energiekrise oder einen Anstieg der Energiekosten vor, was, wie sie hier vorhersagten, einen Ölpreis zwischen 10 und 12 Dollar bedeuten konnte. Unglaubliche 400% Anstieg gegenüber dem aktuellen Preis von 3 Dollar. Fünf Monate später konstruierte der Bilderberg-Teilnehmer und Rockefeller-Schützling Kissinger, der als Nixons Außenminister fungierte, den Yom Kippur-Krieg und provozierte die Reaktion der OPEC, ein Ölembargo der USA und anderer Nationen. Am 16. Oktober 1973 erhöhte die OPEC den Ölpreis um 70%. Bei seinem Treffen im Dezember forderte und erhielt der Schah von Iran eine weitere Preiserhöhung auf 11 Dollar pro Barrel oder 400% des Ölpreises vor der Krise. Auf die Frage des persönlichen Abgesandten des saudischen Königs Faisal, warum er eine so kühne Preiserhöhung gefordert habe, antwortete er: Sagen Sie Ihrem König, wenn er die Antwort auf diese Frage haben möchte, sollte er nach Washington gehen und Henry Kissinger fragen. Im zweiten Schritt der Operation half Kissinger bei der Aushandlung eines Abkommens mit Saudi-Arabien. Im Austausch für US-Waffen und militärischen Schutz würden die Saudis alle ihre zukünftigen Ölverkäufe in Dollar bepreisen und diesen Dollar durch Staatsankäufe recyceln. Der Deal war eine Goldgrube für die Oligarchen. Sie konnten die Preiserhöhungen nicht nur an die Verbraucher weitergeben, sondern profitierten auch von den riesigen Geldflüssen in ihre eigenen Banken. Der Schah von Iran hat die Einnahmen der National Iranian Oil Company in Rockefellers eigener Chase Bank geparkt. Einnahmen, die im Zuge der Ölkrise 14 Milliarden Dollar pro Jahr erreichten. Mit der Schaffung dieses neuen Systems, des Petrodollar, hatten die Oligarchen ein beispielloses Maß an Kontrolle über die Wirtschaft erreicht. Darüber hinaus hatten sie das Weltwährungssystem mit ihrem Rohstoff, dem Öl, unterstützt und die potenzielle Konkurrenz von aufstrebenden Nationen in einem Schritt unter ihre Kontrolle gebracht. Aber für den unersättlichen Appetit dieser monopolistischen Titanen reichte die bloße Kontrolle über das Weltwährungssystem nicht aus. Teil 3: Die Welt nach ihrem Bild. Im 19. Jahrhundert hatten Eisenbahnverschwörungen und räuberische Preise ausgereicht, um das Monopol der Oligarchen zu sichern. Aber als die britische Krone, die niederländische Königsfamilie, die Rothschilds und die anderen europäischen Oligarchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann, den Nahen Osten für die Ölexploration zu öffnen, war das Ziel nicht mehr, Gewinne zu maximieren oder die Ölindustrie zu kontrollieren. Es war nicht einmal nur die internationale Diplomatie zu kontrollieren, das Ziel war, die Welt selbst zu kontrollieren und zu formen, die Ressourcen, die Umwelt und die Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte die Oligarchie ein Facelifting. In der heutigen Zeit, in der der Name Rockefeller eher mit dem Rockefeller Plaza oder der University als mit Standard Oil in Verbindung gebracht wird, ist es schwer zu verstehen, wie verhasst John Dee zu seiner Zeit war. Er war der Kopf der Standard Oil Hydra, die mit ihren Tentakeln die Welt erwürgt, ein halsabschneiderischer Gärtner, der die Konkurrenz von der Blüte seines Ölmonopols beschneidet. Als einer der reichsten Männer, die die Welt je gekannt hatte, war er eine willkommene Zielscheibe für die Frustration des durchschnittlichen Arbeiters und ein Magnet für die Armen. Er erhielt durchschnittlich 50.000 bis 60.000 Briefe im Monat mit Hilfegesuchen. Dutzende Menschen folgten ihm auf der Straße. Buchstäblich standen Menschenmengen um die Büros von Standard Oil herum und warteten darauf, dass er herauskam. Kleine Kinder, schmerzhaft mager, weinend auf der Straße und so weiter. Rockefeller fühlte sich überwältigt. Von den Unterdrückten belagert, von den Arbeitern verachtet, von Ida Tarbell und der bösen Presse verfolgt, hatte John Dee die Mutter aller PR-Probleme. Die Antwort war einfach: die PR-Branche erfinden. Er engagierte Ivy Ledbetter Lee, einen Journalisten, der zum Kommunikationsexperten wurde und die moderne PR-Branche erfand, um das angeschlagene Image der Rockefellers aufzupolieren. Es war Lee, der vorschlug, dem Rockefeller Center den Familiennamen zu geben und John Dee dabei zu filmen, wie er in der Öffentlichkeit Groschen verteilt.
Lee, ein früher Meister der Öffentlichkeitsarbeit, nutzte die Medien, die Rockefeller so zugesetzt hatten, um ihn zu einer sympathischen Figur zu machen. Ivy Lee erkannte früh die Macht des neuen bewegten Bildes und nutzte Wochenschauen, um einen bemerkenswert wohlwollenden Rockefeller zu zeigen. Ich bin Ihnen und vielen Menschen, die mir immer so nett und gut sind, sehr dankbar. Warum? Weil du so gut zu allen bist. Als Ivy Lee anfing, sein öffentliches Image zu kontrollieren, wurde er seltsamerweise eine Art Charakter und die Leute erwärmten sich auf bizarre Weise für ihn. Es war, als ob Frankenstein auf freiem Fuß durch New York City lief oder so, mit einem Stock und einem langen Hut. Obwohl dieses Flugzeug nie abhebt, wurde diese Fotogelegenheit als erster Flug von John Dee präsentiert. Die vielleicht brillanteste PR-Aktion von Ivy League war die Besetzung von Rockefeller als The Man Who Gave Out Dimes, der Mann, der Groschen verteilt. Geben Sie keinen Groschen, Mr. Rockefeller. Danke, Sir. Vielen Dank. Danke für die Fahrt. Ich denke, ich wurde ausreichend bezahlt. Ich segne dich. Gesundheit, Gesundheit. Diese PR-Tricks erscheinen nach heutigen Maßstäben offensichtlich und ungeschickt, aber sie waren effektiv genug. Bis heute hinterlassen die Menschen Groschen am Fuß des 70 Fuß ägyptischen Obelisken, der über der letzten Ruhestätte von John Dee in Cleveland thront. Aber es waren nicht inszenierte Fotomotive wie diese, die Rockefeller zu einem öffentlichen Helden machten. Um die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen, musste er ihnen geben, was sie wollten. Und was sie wollten, war nicht schwer zu verstehen. Geld. Aber genauso wie sein Vater, Devil Bill, es ihm in all seinen geschäftlichen Angelegenheiten beigebracht hatte, sorgte Rockefeller dafür, das bessere Ende der Abmachung zu erzielen. Er würde seinen großen Reichtum für die Schaffung öffentlicher Institutionen spenden, aber diese Institutionen würden verwendet, um die Gesellschaft seinem Willen zu unterwerfen. Wie jeder angehende Herrscher im Laufe der Geschichte, muss die Gesellschaft von Grund auf verändert werden. Im 19. Jahrhundert schätzten die Amerikaner immer noch Bildung, wobei die Volkszählung von 1840 nicht überraschend ergab, dass die Vereinigten Staaten eine Nation von Lesern war. Vor den ersten Gesetzen zur Schulpflicht in Massachusetts im Jahr 1852 war die Bildung privat und dezentralisiert und infolgedessen war die klassische Bildung einschließlich des Studiums von Griechisch und Latein und einer soliden Grundlage in Geschichte und Naturwissenschaften weit verbreitet. Aber eine Nation von Individuen, die selbst denken konnten, war den Monopolisten ein Greuel. Die Oligarchen brauchten eine Masse von gehorsamen Arbeitern, eine ganze Klasse von Menschen, deren Intellekt gerade genug entwickelt war, um sie auf ein Leben der Plackerei in einer Fabrik vorzubereiten. Und da kam der Auftritt von John D. Rockefeller mit seinem ersten großen Akt öffentlicher Nächstenliebe, der Gründung der University of Chicago. Bei dieser Aufgabe wurde er in Frederick Taylor Gates unterstützt, einem Prediger, mit dem Rockefeller befreundet war und der später der vertrauenswürdigste philanthropische Berater von John D. sein sollte. Gates schrieb dann einen kurzen Traktat, The Country School of Tomorrow, der den Rockefeller-Plan darlegte. In unserem Traum haben wir grenzenlose Ressourcen und die Menschen ergeben sich mit perfekter Fügsamkeit unserer formenden Hand. Die gegenwärtigen pädagogischen Konventionen verblassen aus unserem Gedächtnis und ungehindert durch Tradition vermitteln wir unseren eigenen Willen einem dankbaren Volk. Wir werden nicht versuchen, diese Leute oder ihre Kinder zu Philosophen oder Gelehrten zu machen. Wir sollen aus ihnen keine Schriftsteller, Redner, Dichter oder Literaten machen. Wir werden nicht nach großen Nachwuchskünstlern, Malern, Musikern suchen. Wir werden auch nicht den bescheideneren Ehrgeiz hegen, unter ihnen Anwälte, Ärzte, Prediger, Politiker, Staatsmänner hervorzubringen, von denen wir heute längst genug haben. Obwohl die Ressourcen von Rockefeller nicht grenzenlos waren, hätten sie es genauso gut sein können. 1902 gründete er das General Education Board, um Gates' Vision für die Landschule mit einem unglaublichen Stiftungskapital von 180 Millionen Dollar umzusetzen. Der Rockefeller-Einfluss auf die Bildung war fast sofort spürbar und wurde durch die Hilfe anderer Monopolisten der Ära verstärkt, die das Thema Philanthropie aus dem gleichen Blickwinkel angingen.
Obwohl Andrew Carnegie am besten als Stahlmagnat bekannt ist, begann sein Vermögen mit den Eisenbahnen, die Rockefeller Standard Oil im ganzen Land transportierten, und wurde durch eine lukrative Investition in Immobilien gesteigert, die einen stetigen profitablen Ölverkauf ermöglichte. 1905 gründete er die Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, eine Stiftung, durch die Carnegie und seine Beauftragten die Entwicklung des Bildungssystems in den Vereinigten Staaten und schließlich weltweit steuern konnten. 1910 folgte Rockefeller und gründete die Rockefeller Foundation, die zur steuerfreien Dachorganisation für seine philanthropischen Ambitionen wurde. Wie das Rees-Komitee eine Untersuchung des Kongresses in den 50er Jahren herausfand, wandte sich Carnegies Stiftung kurz darauf mit einem Vorschlag an die Rockefellers Foundation. Zusammenarbeit bei ihrem gemeinsamen Wunsch, das amerikanische Bildungssystem nach ihren Vorstellungen zu transformieren. Norman Dodd, der Forschungsdirektor des Kongressausschusses, dem Zugang zum Vorstandsprotokoll der Stiftung gewährt wurde, erklärt: Daher wenden Sie sich mit einem Vorschlag an die Rockefeller Foundation. Der Teil der Bildung, der als inländisch betrachtet werden könnte, sollte von der Rockefeller Foundation übernommen werden. Und der internationale Teil sollte von der Carnegie-Stiftung übernommen werden. Sie entschieden dann, dass der Schlüssel zum Erfolg dieser beiden Operationen in der Änderung des Unterrichts der amerikanischen Geschichte liegt. Also wenden Sie sich an vier der damals prominentesten Lehrer der amerikanischen Geschichte des Landes. Leute wie Charles und Mary Byrd. Ihr Vorschlag an sie lautet: Werden Sie die Art und Weise ändern, in der Sie Ihr Thema präsentieren? Und Sie werden rundweg abgelehnt. Also entscheiden Sie dann, dass es für Sie notwendig ist, zu tun, was Sie sagen, das heißt, unseren eigenen Stall von Historikern aufzubauen. Dann wenden Sie sich an die Guggenheim-Stiftung, die auf Stipendien spezialisiert ist, und sagen: Wenn wir junge Männer finden, die auf dem Gebiet der amerikanischen Geschichte promovieren und wir glauben, dass sie das richtige Kaliber sind, würden Sie ihnen in unserem Namen Stipendien gewähren? Und die Antwort lautet ja. Unter dieser Bedingung versammeln sie schließlich 20 und bringen diese 20 potenziellen Lehrer für amerikanische Geschichte nach London. Dort werden sie darüber informiert, was von ihnen erwartet wird, wann, wie und ob sie entsprechend ihrer Promotion Abgaben machen. Diese Gruppe von 20 Historikern wird schließlich zum Kern der American Historical Association. Und dann, gegen Ende der 20er Jahre, gewährt die Stiftung der American Historical Association $400,000 für ein Studium unserer Geschichte in einer Weise, die darauf hinweist, worauf sich dieses Land in Zukunft freut. Das gipfelt in einer siebenbändigen Studie, deren letzter Band natürlich im Wesentlichen eine Zusammenfassung der Inhalte der anderen sechs ist. Die Essenz des letzten Bandes lautet: Die Zukunft dieses Landes gehört dem Kollektivismus, der mit charakteristischer amerikanischer Effizienz verwaltet wird. Mit dieser fest etablierten Basis für die Transformation starteten die Rockefeller Foundation und gleichgesinnte Organisationen ein Programm, das so ehrgeizig ist, dass es den Verstand übersteigt. Sie transformierten die Welt der Medizin. Wie üblich waren auch die Oligarchen, die diesen Wandel finanzierten, da, um zu profitieren. Und wieder orientierte sich John Dee an Devil Bill.
William Rockefeller hatte seine Schlangenölmarke Nuyol für neues Öl genannt und Standard Oil hatte Nuyol als Abführmittel unter ihrer Tochtergesellschaft Stanco. Hergestellt in den gleichen Räumlichkeiten wie Flit, ein Insektizid, das ebenfalls aus den Nebenprodukten von Standard Oil gewonnen wird, wird Nuyol in der Apotheke für 28 Cent verkauft. Die Herstellung kostete weniger als ein Fünftel Cent. Pharmazeutika boten den Oligarchen eine lukrative neue Chance. Aber in einem Amerika der Jahrhundertwende, das noch weitgehend auf naturheilkundlichen pflanzlichen Mitteln basierte, war dies ein schwieriges Geschäft. Die Oligarchie machte sich daran, das zu ändern. 1901 gründete John Dee das Rockefeller Institut für medizinische Forschung. Das Institut rekrutierte Simon Flexner, einen Pathologieprofessor, als Direktor. Sein Bruder Abraham war ein Pädagoge, der von der Carnegie Foundation beauftragt wurde, einen Bericht über den Zustand des amerikanischen medizinischen Bildungssystems zu schreiben. Seine Studie, The Flexner Report, führte zusammen mit den Hunderten von Millionen Dollar, die die Stiftungen in den kommenden Jahren über die medizinische Forschung ausschütten sollten, zu einer umfassenden Überarbeitung des amerikanischen medizinischen Systems. Naturheilkundliche Medizin, medizinische Versorgung, die sich auf nicht patentierbare, unkontrollierbare Heilmittel konzentrierte, wurde nun als Quacksalberei abgetan. Nur die medikamentöse, allopathische Medizin, die teure medizinische Eingriffe und lange Krankenhausaufenthalte erforderte, sollte ernst genommen werden. Das Vermögen von Carnegie, Morgan und Rockefeller finanzierte Operationen, Bestrahlung und synthetische Medikamente. Sie sollten die wirtschaftlichen Grundlagen der neuen Medizinökonomie werden. Die Übernahme der medizinischen Industrie erfolgte durch die Übernahme der medizinischen Fakultäten. Nun, die Leute, über die wir sprechen, insbesondere Rockefeller und Carnegie, kamen dahin und sagten, wir werden Geld anlegen. Sie boten den Schulen enorme Geldbeträge an, die sich bereit erklärten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Spender sagten zu den Schulen, wir geben ihnen all dieses Geld. Wäre es jetzt zu viel zu fragen, ob wir einige unserer Mitarbeiter in ihren Vorstand aufnehmen könnten, um zu sehen, dass unser Geld mit Bedacht verwendet wird? Fast über Nacht erhielten alle großen Universitäten große Zuschüsse aus diesen Quellen und nahmen auch ein, zwei oder drei dieser Leute auf. Und die Schulen wurden buchstäblich von den Finanzinteressenten übernommen, die das Geld aufbrachten. Das Ergebnis ist nun, dass die Schulen eine Geldspritze erhalten, neue Gebäude bauen, ihre Labore mit teuren Geräten ausstatten konnten, erstklassige Lehrer einstellen konnten, aber gleichzeitig schwenkten sie das Ganze in Richtung Pharmazeutika. Das war die Effizienz der Philanthropie. Von diesem Zeitpunkt an in der Geschichte wurde den Ärzten pharmazeutische Medikamente beigebracht. Alle großen Lehranstalten in Amerika wurden auf diese Weise von den pharmazeutischen Interessen erfasst und es ist erstaunlich, wie wenig Geld dafür wirklich gebraucht wurde. Die Oligarchie brachte aus ihren eigenen Zentren ganze medizinische Industrien hervor und verkaufte dann als Heilmittel ihre eigenen Produkte von ihren eigenen petrochemischen Unternehmen. Es war Frank Howard, ein Manager von Standard Oil aus New Jersey, der Alfred Sloan und Charles Kettering überredete, ihr Vermögen an das Krebszentrum zu spenden, das dann ihren Namen tragen sollte. Howard beauftragte Cornelius Rhodes, einen Pathologen des Rockefeller-Institut, seine Kriegsforschung zu Senfgas für die US-Armee zu einer neuen Krebstherapie zu entwickeln. Unter Rhodes' Führung wurde fast das gesamte Programm und die Mitarbeiter des Chemical Warfare Service in das Arzneimittelprogramm umgewandelt, wo an der Umwandlung von Senfgas in Chemotherapie gearbeitet wurde. Und wieder einmal wurde das Schlangenöl der Rockefellers als Krebsheilmittel verkauft. Das Interesse der Oligarchen an der aufstrebenden Pharmaindustrie bündelte sich in Unternehmen wie IG Farben, einem deutschen Chemikalienkartell des Anfang des 20. Jahrhunderts. Prinz Bernhard von Royal Dutch diente im Vorstand. Eine IG Farben-Tochtergesellschaft in den 30er Jahren in Amerika, die in Zusammenarbeit mit Standard Oil gegründet wurde, beschäftigte den Vorstandsvorsitzenden von Standard, Walter Tegel, sowie Paul Warburg von Kuhn, Löb und Co. wiederum unter der Leitung von Jakob Schiff von den Rothschilds. Auf seinem Höhepunkt ist IG Farben das größte Chemieunternehmen der Welt und der viertgrößte Industriekonzern der Welt, direkt hinter Standard Oil.
Das Unternehmen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zerschlagen, aber wie Standard Oil blieben seine verschiedenen Teile intakt und heute ist BASF, einer seiner chemischen Ableger, das größte Chemieunternehmen der Welt. Bayer und Sanofi, zwei seiner pharmazeutischen Ableger, zwei der größten Pharmaunternehmen der Welt. Sie begnügten sich nicht nur damit, die Bereiche Bildung und Medizin zu monopolisieren, sondern dieselben oligarchischen Interessen schlossen sich zusammen, um die Kontrolle über Amerikas Finanzen zu übernehmen. 1910 trafen sich John D. Rockefellers eigener Schwiegervater, Nelson Aldrich, Frank Vanderlip von der National City Bank und Paul Warburg sowie verschiedene Mitarbeiter von J.P. Morgan in völliger Geheimhaltung auf Jekyll Island, um die Details dessen auszuarbeiten, was später die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank, werden sollte. Die Fed, die in 1913 gegründet wurde, sollte von Vertretern der Oligarchie und ihren Partnern geleitet werden, darunter wohl unvermeidlich der Präsident von Standard Oil und der amerikanische IG Farbendirektor Walter Teagle. Die Familie Rockefeller trat in den 50er Jahren offiziell in das Bankgeschäft ein, als James Stillman Rockefeller, der Enkel von John D.'s Bruder, zum Direktor der National City Bank ernannt wurde. In der Zwischenzeit übernahm der eigene Enkel von John D., David Rockefeller, die Chase Manhattan Bank, den langjährigen Partner des Standard Oil Imperiums. In diesem Schritt spiegelte die Geschichte der Rockefellers perfekt die ihrer Oligarchenkollegen der Rothschilds wider. Während die Rothschilds ihr Bankvermögen mit ihren Ölinteressen ergänzt hatten, ergänzten die Rockefellers ihr Ölvermögen mit Bankinteressen. Beflügelt von Erfolg zu Erfolg, als sie Monopole in allen Bereichen menschlicher Aktivität festigten, wurden die Ambitionen der Oligarchen noch größer. Dieses Mal war es ihr Ziel, die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung der Welt selbst zu konsolidieren. Und wieder einmal würden sie Philanthropie als Deckmantel für ihre Geschäftsübernahme verwenden. Die grüne Revolution begann 1943, als der Pflanzengenetiker Norman Borlaug und ein Forscherteam auf mexikanischem Boden ankamen. Sein Ziel war es, landwirtschaftliche Techniken und biotechnologische Methoden zu verbessern, die wiederum dazu beitragen würden, den Hunger zu lindern und die Lebensqualität der Entwicklungsländer zu verbessern. Durch die Schaffung neuer gentechnisch veränderter Sorten von Weizen, Vollkorn, Mais und anderen Pflanzen plante Borlaug, den Kampf gegen den Welthunger zu gewinnen. Die Hoffnung war, dass diese neuen Pflanzen und Anbautechniken die Länder der Dritten Welt vor dem Hungertod retten würden. Genau das ist passiert. Die landwirtschaftlichen Innovationen, die den armen Ländern gebracht wurden, gaben den Bauern die Fähigkeiten und Ressourcen, die sie für ihren Lebensunterhalt benötigten. Dies löste eine Kette von Ereignissen aus, die es diesen Nationen ermöglichen würde, zu überleben. Die landwirtschaftlichen Exporte stiegen in Menge und Vielfalt und ermöglichten den Ländern, sich selbst zu versorgen. Als die gentechnisch veränderten Pflanzen florierten, konnten die Bauern ihr gestiegenes Einkommen nutzen, um neuere und bessere Landmaschinen zu kaufen. Diese Ertragssteigerung machte die Landwirtschaft einfacher, zuverlässiger und effizienter. Die grüne Revolution führte zur Modernisierung der Landwirtschaft und hatte tiefgreifende soziale, wirtschaftliche und politische Auswirkungen auf die Welt. Die mexikanische Regierung wandte sich an die Rockefeller Foundation, um Mexiko durch die Landwirtschaft zu ernähren. Norman Borlaug war natürlich ein Forscher für die Rockefeller Foundation und die Grüne Revolution hat trotz ihrer Ertragssteigerung auch Märkte für das Eigeninteresse der Oligarchen an der petrochemischen Düngemittelindustrie geschaffen und die ABCD-Samenkartelle von Archer Daniels Midland, Bunch Cargill und Louis Dreyfus. Diese Unternehmen bildeten zusammen mit ihren damit verbundenen Interessen in der Lebensmittelindustrie den Kern des amerikanischen Agrobusiness, ein Konzept, das in den 50er Jahren an der Harvard Business School mit Hilfe von Forschung von Vasily Leontief für die Rockefeller Foundation entwickelt wurde. Die amerikanischen Agrobusiness-Giganten hatten ein gemeinsames Ziel: die Transformation der Landwirtschaft der Dritten Welt in einen eigenen Markt für ihre Waren. Aus dieser Perspektive war das Projekt ein voller Erfolg. In den 70er Jahren waren das Rockefeller Standard Oil Netzwerk und seine Verbündeten in der Stickstoffdüngemittelindustrie, einschließlich DuPont, Dow Chemical und Hercules, in Märkte auf der ganzen Welt eingedrungen. Märkte, die in bequemerweise von der US-Regierung durch Druck geöffnet wurden, durch das Food for Peace Program, das den Einsatz von petrochemischen landwirtschaftlichen Technologien durch Hilfsempfänger vorschrieb.
Da sie sich diese neuen Technologien selbst nicht leisten konnten, waren die verarmten Begünstigten der dritten Welt dieser Revolution auf Kredite des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank angewiesen, die von Rockefellers Chase Manhattan Bank verwaltet und von der US-Regierung garantiert wurden. Die tatsächlichen Kosten der grünen Revolution, wirtschaftliche, landwirtschaftliche und ökologische, wurden selten berechnet. Der Zugang zu diesen schuldenfinanzierten Technologien verschärfte den Unterschied zwischen der Klasse der Reichen und den landlosen Bauern in Ländern wie Indien, wo Landreformen und die Abschaffung des Wuchers nach der Machtübernahme der grünen Revolution von der politischen Agenda gestrichen wurden. Schon damals wurde der Haupterfolg der Revolution die Steigerung der Erträge überbewertet. Das Ertragswachstum in ganz Indien verlangsamte sich nach der Einführung des Agrobusiness sogar. Die Umweltzerstörung ist noch verheerender. Eine Übersicht in der Ausgabe von Current Science vom Dezember 2000 stellt fest, die grüne Revolution hat nicht nur Produktivität gesteigert, sondern auch viele negative ökologische Folgen, wie Landverarmung, Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, Bodenversalzung, Bodenerosion, Umweltzerstörung, Gesundheitsgefahren, schlechte Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Flächen und Verschlechterung der biologischen Vielfalt. Der wahllose Einsatz von Pestiziden, Bewässerung und unausgewogene Düngung hat die Nachhaltigkeit bedroht. Die Rockefeller Foundation erkennt sogar die Kritik an der von ihr finanzierten Revolution an und besteht darauf, dass aktuelle Initiativen die gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigen. Trotzdem finanziert die Stiftung weiterhin Forschung und verfasst Berichte darüber, wie die Aussichten für Investitionen der Agrarindustrie in ihren Zielmärkten verbessert werden können. So ungeheuerlich die grüne Revolution war und ist, in vielerlei Hinsicht war sie nur der Auftakt für ein noch größeres Projekt, die Genrevolution. Das Projekt besteht nun darin, nicht nur die Technologien, Vorräte und Betriebsmittel für die Landwirtschaft weltweit zu monopolisieren, sondern die Nahrungsmittelversorgung selbst durch den Ersatz des weltweit natürlichen Saatguts durch patentierbare, gentechnisch veränderte Pflanzen zu monopolisieren. Die Akteure dieser Genrevolution sind identisch mit den Akteuren der grünen Revolution, wobei sich die IG Farben-Ableger Bayer und BASF Plant Science mit traditionellen Oligarch-Partnerunternehmen wie Dow AgroScience, DuPont und natürlich Monsanto vermischen, die alle finanziert werden von der Rockefeller Foundation und anderen Philanthropen, der Ford Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation und gleichgesinnten Organisationen. Die Vermischung von Unternehmens-, philanthropischen, staatlichen und zwischenstaatlichen Interessen bei der Förderung von genmanipulierten Pflanzen auf der ganzen Welt kann in der verwirrenden Reihe von Forschungsinstituten, Industrieverbänden und Gruppen gesehen werden, die sich diesem Fall widmen. Das von Rockefeller finanzierte International Rice Research Institute, der von Rockefeller und Monsanto ins Leben gerufene International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, die von Rockefeller, Ford und World Bank gegründete CGI, IIR und Dutzende anderer langweiliger, gutartig klingender Organisationen erforschen und fördern genetisch veränderte Pflanzen rund um den Globus, wobei die Gewinne bei den Oligarchen landen. Ein Beispiel für diese Geschichte ist die Neokolonisierung der Agrarindustrie in Argentinien, wo Monsanto eine ausgeklügelte Ködermethode durchführte, um das Land an seine genetisch veränderten Roundup-Ready-Sojabohnen zu binden, bevor es Lizenzgebühren forderte. Dann übernahm DuPont und startete großmütig ein Protein-for-Life-Programm, um den Armen des Landes ihre eigenen Gen-Sojabohnen aufzuzwingen. Die gleiche Szene hat sich in einem Land nach dem anderen abgespielt, in dem vom Kartell entwickelte Genpflanzen in Schwellenländern aufgezwungen werden, normalerweise in Zeiten der Hungersnot, wo diese Länder gefährdet sind. Nur eine Handvoll Länder wie Sambia oder Angola haben diese Übernahme ihrer Lebensmittelversorgung, die von der US-Regierung großzügig zugunsten des Agrarkartells subventioniert wurde, komplett abgelehnt. Das Fazit: Monopolisierung des Lebens. Von halsabschneiderischen Pionieren der frühen Ölindustrie bis hin zu machiavellistischen Sozialingenieuren und geopolitischen Intriganten haben die Oligarchen seit den Tagen von Devil Bills Schlangenöl-Allheilmittel einen langen Weg zurückgelegt. Aber der Gebrauch jeder Form von Täuschung und Tricks, um die Öffentlichkeit zu betrügen, zeigt, wie John Dee und der Rest ihre Geschäftsinteressen aufbauten. Als sich das 20. Jahrhundert dem Ende zuneigte, war es offensichtlich, dass es für das mächtige Kartell, das die Ölindustrie aufbaute, die Rockefellers, die Rothschilds, die britischen und niederländischen Könige, nicht mehr um Öl ging, wenn es jemals wirklich so war.
Die Übernahme des Bildungswesens, der Medizin, des Geldsystems, der Nahrungsversorgung selbst zeigte, dass das Ziel weit mehr war als ein bloßes Ölmonopol. Es war das Bestreben, alle Aspekte des Lebens zu monopolisieren. Das perfekte Kontrollsystem für jeden Aspekt der Gesellschaft, jeden Sektor zu errichten, aus dem eine Bedrohung ihrer Macht entstehen könnte. Sie waren bemerkenswert, fast unfasslich erfolgreich gewesen, von der Ölquelle bis zur Zapfsäule, von der Farm bis zur Gabel, vom Krankenhaus bis zur Pharmazie, von der Bohrinsel bis zum Dollarschein gab es fast keinen Aspekt der Gesellschaft, der nicht unter ihrer Kontrolle war. Aber die Oligarchen sind noch nicht fertig. Ihr nächstes Projekt, das Ende des 20. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurde, ist fast zu ehrgeizig, um verstanden zu werden. Es geht nicht um Öl. Es geht nicht um Geld. Es geht um die Monopolisierung des Lebens selbst. Sie haben Jahrzehnte damit verbracht, den Weg für diese Übernahme vorzubereiten und ihre unglaublichen Ressourcen für diese Aufgabe einzusetzen. Und die große Mehrheit der Weltbevölkerung, die immer noch das kleine Hütchenspiel spielt, das die Oligarchen vor langer Zeit perfektioniert und dann aufgegeben haben, ist dabei, erneut in ihre Hände zu fallen. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen den Klimawandel ist mit Sicherheit die entscheidende und ausschlaggebende Herausforderung unserer Zeit. Sogar in einer Welt mit so vielen entmutigenden Gefahren und Herausforderungen gibt es wohl nichts, was eine größere Gefahr darstellt für die Menschheit. Der negative Einfluss des Bevölkerungswachstums auf unsere planetarischen Ökosysteme wird nun aufs Schrecklichste sichtbar. Die Wissenschaft ist sich eindeutig klar, dass es in der Zukunft einen Preis für Kohlenstoff geben wird. Was sehen Sie als die größte Herausforderung in der Bewahrung der Umwelt? Die wachsende menschliche Bevölkerung. Da, wo wir sind, ist nichts anderes. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, und zwar schnell, um die vorhandenen Lösungen den Ländern zur Verfügung zu stellen, die schon unter dem Klimawandel leiden und die ja grundsätzlich die Folgen unseres Konsums erleben. David, vielen Dank, dass Sie hier waren. Unten in Pennsylvania, da gibt es viel Öl. Petroleum, Petroleum, wir müssen alle was haben. Das Ölfieber, siehst du es nicht, steckt jeden lebenden Yankee an. Aus Norden, Osten, Westen kommen sie für das Petroleum.